Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute ist dieses riesige Paket bei mir angekommen und außerdem dieses noch viel riesigere Paket. Und wie man hier schon erkennen kann, ist hier ein Kühlschrank für in den Tesla drin. Und die beiden Pakete werde ich jetzt erstmal auspacken und dann geht's weiter. Das hier ist das kleinere der beiden Pakete. Und das ist in dem super riesigen Paket. Ich würde sagen, ich fange tatsächlich mal mit dem kleinen Paket an. Pack das mal aus hier. Und wie man sehen kann, handelt es sich hier um einen kleinen Kühlschrank. Und der soll hinten im Tesla unter die Lüftung passen, wie man hier auf diesem Schild, nenne ich das mal, erkennen kann. Außerdem hat das Gerät einen Zigarettenanzünderanschluss und über diesen soll man das betreiben können. Das Gerät ist eher klein und kompakt und so arg viel, würde ich sagen, passt da nicht unbedingt rein. Aber schauen wir mal. Ich habe jetzt auch mal das Große ausgepackt. Und das ist echt unfassbar riesig, das Ding. Das ist praktisch eine riesengroße Wanne. Hat hier links und rechts so zwei stabile Tragegriffe, wie so ein Koffer. Im Karton selbst ist nichts außer der Kühlbox, aber schauen wir mal in die Box rein. Dann gibt es hier ein Päckchen mit einem Kabel und einer Bedienungsanleitung. So ganz aktuell ist das Thema ja im Moment nicht mehr unbedingt, aber nichtsdestotrotz ist es doch noch sehr, sehr warm für Oktober und der nächste Sommer kommt bestimmt. Und wir waren schon oftmals mit dem Tesla unterwegs und hätten uns gewünscht, wir hätten einen kleinen Kühlschrank dabei. Und ich denke, viele von euch haben diese Überlegung auch schon mal gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, ich teste mal die beiden Geräte, die doch eher unterschiedlich sind. Und dabei nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Und das hier passiert, wenn man vergisst, das Mikrofon einzuschalten. Aber im Grunde erkläre ich hier nur, dass man dieses Blech hier zuerst unten in den Fußraum legt. Und dann zeige ich die Schritte für die Installation. Wie gesagt, man legt diese Bleche hin und dann stellt man den Kühlschrank da rein und dann sind hier unten zwei Stellräder und mit denen kann man diesen Kühlschrank praktisch zwischen den Boden, zwischen die Bodenplatte und zwischen die Lüftung klemmen. Das ist eigentlich auch schon alles. Und hier lege ich dieses Blech hier hin. Jetzt schiebe ich den Kühlschrank hier so drunter. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Schiebe das hier so in Position. Ich habe den Kühlschrank hier jetzt einfach mal so reingestellt, was das Design und was die Farbe betrifft. Passt das Gerät wirklich so hier rein, als würde es hier rein gehören. Also das sieht echt harmonisch aus. So, und jetzt habe ich ja hier den Zigarettenanzünder bzw. den Stecker. Und den nehme ich jetzt mal und hole mir den nach vorne.
Und dann nehme ich den jetzt einfach mal und stecke den hier in die Zigarettenanzünderbuchse rein. So. Und jetzt hat es auch schon gepiept. Also direkt wieder nach hinten. Und wie man sieht, lebt er. Zeigt jetzt 23 Grad an. Ich werde jetzt mal keine Bedienungsanleitung lesen. Wir haben hier einen Knopf zum Ein- und Ausschalten. Ich werde jetzt mal zum Ausschalten vermutlich länger drauf bleiben. So, ist ausgeschaltet. Zum Einschalten auch länger gedrückt halten. Dann haben wir hier eine Anzeige und dann gibt es hier ein Frostsymbol und dann gibt es noch ein weniger Frostsymbol. Wenn ich jetzt hier mal auf dieses Frostsymbol drücke, dann kommt hier minus 6 Grad. Ich nehme an, dass er die dann als Ziel erreichen will, wird. Und wenn ich hier auf das andere Symbol drücke, dann kommt hier plus 6 Grad, was dann vermutlich deutlich sparsamer sein wird. Und dann haben wir hier noch so ein Wärme-, so ein Heizsymbol. Und wenn ich da drauf drücke, dann steht hier 50 Grad. Ob ich da was verändern kann? Nee, kann ich nicht. Und ansonsten haben wir hier noch die Tür von dem Kühlschrank, die ich hier öffnen und schließen kann. Jetzt habe ich ja vorhin diese Rädchen hier rechts und links erwähnt. Wenn ich an diesen Rädchen drehe hier, dann bekomme ich mehr Spannung hier zwischen den Kühlschrank und diese Lüftung und dadurch wird es praktisch hier, ich sag mal, arretiert. Und auf der anderen Seite genau das gleiche und hier kann ich auch, jetzt bewegt sich das hier schon, siehst du, kann ich das hier auch festziehen, so wie man eine Flasche zudreht und dann bekommt es hier Spannung und dann, ja, dann rutscht das auch nicht mehr rum. Bombenfest ist das natürlich nicht, aber ich glaube, bombenfest war hier auch gar nicht der Anspruch des Erfinders. Das Ganze hält ganz gut. Ich finde es eigentlich so eine praktische Sache. Das ist praktisch gelöst. Kann man mal eben hier reinstellen. Kann das ein bisschen unter Spannung bringen und dann hält das. Und somit hat man keine Umbaumaßnahmen und kann das einfach wieder aus dem Fahrzeug entfernen. Und dann hat man hier auch nicht irgendwelche Stellen, die dann halt dauerhaft verändert wurden. Ich habe das jetzt einfach mal hier auf Superfrost gestellt. Im Moment haben wir 26 Grad da drin, so wie es aussieht. Und ich werde es jetzt mal lassen und beobachten. Im Moment bin ich sowieso an der Wallbox und lade mein Auto gerade. Von daher habe ich ja etwas Zeit und in der Zeit kann ich mir jetzt mal die große Kühlbox ansehen. Ja, schlau wie ich bin, habe ich es hier tatsächlich nochmal geschafft, das Mikrofon nicht einzuschalten. Im Grunde sage ich hier nur, dass die Temperatur jetzt bei 14 Grad ist und dass ich jetzt mal in die Firma fahren muss, weil ich dort mein Stativ vergessen habe. Und dahin mache ich mich auf den Weg. A few moments later. Ich bin jetzt in meiner Firma angekommen, das heißt, es sind weitere 5 Minuten vergangen. Was ich euch schon mal sagen kann vorab, das Ding ist super, super laut. Also man hört es echt hier brummen und surren. Das mal vorab. In einem Verbrenner würde das wahrscheinlich keine Rolle spielen, aber hier im Tesla, wo man eh kaum Geräusche hat, fällt es doch schon deutlich auf. So, und nach diesen 10 Minuten steht die Temperatur auf minus 4 Grad. Das ist schon das, was mich jetzt begeistert. Also 10 Minuten von 23 Grad plus auf minus 4 Grad runter. Das finde ich schon eine coole Sache. Aber wie man sieht, das Ding steht quer hier. Ich bin jetzt vernünftig und ordentlich gefahren. Übrigens, jetzt haben wir minus 5 Grad. Und trotzdem ist es verrutscht. Also vom Halten her ist es nicht optimal. Was das Verrutschen angeht, sollte es bei diesem Modell deutlich weniger Probleme geben.
weil die Box passt ja exakt hier in die Mulde im Kofferraum im Tesla Model Y. Ich mache die Klappe schon mal hoch und an der Box gibt es hier eine Möglichkeit, den Stecker hier reinzustecken. Der muss so rum. So, das habe ich jetzt aber doch mal kurz getestet. Die Box hat übrigens schon ordentlich Gewicht und die soll ja jetzt hier exakt reinpassen. Und genau das tut sie auch. Also, die Box ist wirklich so konzipiert, dass die exakt in die Mulde hier reinpasst und der Deckel hier auch noch zugeht. Und der Unterschied zu dem kleinen Kühlschrank, du hast hier halt wirklich Platz. Und auch den werde ich jetzt mal anschließen. Der hat ja hier diesen Stecker dabei. Und das Coole hier im Tesla Model Y ist ja, man hat ja hier hinten in dem Eck einen Zigarettenanzünderanschluss. Und das stecken wir jetzt hier mal rein. Und auch der piept. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und hier haben wir jetzt eine Temperatur von 18 Grad. Ich lege das mal hier so provisorisch rum, das Kabel. Und hier haben wir einen Ausschalter und auch wieder ein Frostsymbol und haben hier eine Plus- und eine Minus-Taste. Wenn man hier die Temperatur einstellen möchte, muss man erst dieses Symbol hier drücken und dann kann man über die Plus- und Minus-Tasten kann man dann die Temperatur einstellen, so wie man das haben möchte. Wenn ich jetzt hier auf diese Taste nochmal drücke, dann steht wieder der Ist-Wert. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann wird die Temperatur angezeigt, die angewählt wurde, die erreicht werden soll. Und das ist jetzt im Moment minus 4 Grad. Und das stellen wir jetzt einfach mal auf minus 6, dann ist das identisch mit dem kleinen Kühlschrank, der übrigens auch noch angeschlossen ist. Der ist auf 6 Grad minus, der hat es erreicht. Übrigens die Zeit, bis er das erreicht hat, war ungefähr 11 Minuten. Das finde ich gut, das finde ich beachtlich. Das ist wirklich schnell von 23 Grad auf minus 6 Grad runter. Jetzt lasst uns mal davon ausgehen, man ist zu dritt oder zu viert unterwegs. Es ist Sommer und heiß und man möchte hier Getränke kaltstellen unterwegs. Und eine ganz wichtige Frage ist dann natürlich, wie viel kriege ich eigentlich in so einen Kühlschrank rein? Ich habe jetzt hier so eine Flasche Volvic. Was geht da rein? 0,75 Liter, glaube ich. Die stelle ich jetzt hier mal in den Kühlschrank rein. Dann nehme ich mal noch eine zweite. Die kriege ich auch noch rein. Kühlschrank geht auch noch zu. Schafft der noch eine dritte? Oh, die schafft er tatsächlich noch. Da muss ich noch was besorgen. Ich habe hier auch noch eine vierte Flasche. Kühlschrank auf. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Stopfen die vierte hier noch dazu. Und? Ha! Die geht sogar auch noch zu. Hat ein bisschen Spannung das Ganze, aber funktioniert. Ich bin überrascht. A few moments later. Kommen wir mal wieder zur großen Kühlbox. Es sind jetzt so etwa 4 bis 5 Minuten vergangen. Hier waren wir ja bei 18 Grad gewesen. Der steht jetzt auf 17 Grad. Aber das Volumen ist ja auch deutlich größer und warten wir mal ab. Im nächsten Video geht es übrigens um diesen blauen Flitzer, den Long Range von meiner Frau.
in der Zwischenzeit, der ist jetzt auf minus 5 Grad. Das heißt, der ist im Inneren ein bisschen wärmer geworden, was ja auch logisch ist. Ich habe hier 4 warme Flaschen reingestellt. Ich werde jetzt nicht testen, wie lange das dauert, bis die Getränke kalt sind, weil das wäre ja Quatsch. Das ist ja reine Physik. Da müsste ich ja die Temperatur der Getränke sogar messen. Hier sind wir jetzt mittlerweile auf 16 Grad. Ich sitze hier und warte. Die Kühlbox ist jetzt auf 10 Grad plus. 9 Grad plus jetzt in dem Moment. Mittlerweile sind 20 Minuten rum. Wie man sieht, braucht die deutlich, deutlich länger, bis die runtergekühlt ist. Aber die hat halt auch das deutlich größere Volumen. Mittlerweile sind etwa 25 Minuten vergangen. Und wir sind jetzt bei 5 Grad plus. Wegen der Lautstärke auch diese Kühlbox hört man deutlich. Auch die brummt ziemlich laut. Bei der ist es wahrscheinlich weniger interessant, weil die ist ja im Kofferraum und darüber ist auch nochmal der Deckel. Ich denke, dass das vorne nicht groß auffällt. 2000 years later. Mittlerweile ist jetzt deutlich über eine halbe Stunde vergangen. Die Box ist jetzt bei minus 3 Grad angelangt. Ich warte zwar noch einen Moment, bis sie wirklich bei den 6 Grad minus angekommen ist. Und das ist jetzt der Fall nach fast 40 Minuten. Ist das jetzt schlimm? Ich denke eher nicht. Angenommen, man fährt mit der Familie in Urlaub, glaube ich kaum, dass jemand nach einer halben Stunde sagt, du, jetzt könnte ich was Kaltes zu trinken brauchen. Von daher finde ich das absolut im Rahmen. Und wie gesagt, die hat ja das viel, viel größere Volumen. Und von daher finde ich, darf die das. Und beim Thema Volumen schauen wir mal, was reingeht in die Box. Ich habe hier solche Eisteeflaschen. Die haben 1,75 Liter, was da reingeht. Das waren jetzt mal 2 Stück. Die gehen hier regelrecht unter, wie man sieht. Dann habe ich hier noch so eine 1,5 Liter Flasche Wasser. Dann habe ich von diesen Volvic Flaschen, die ich vorhin in den kleinen Kühlschrank gepackt habe, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Stück. Sieht jetzt aktuell so aus. Hier geht noch eine Menge rein. Dann habe ich hier noch solche 0,7 Liter Sprudelflaschen, Wasserflaschen. 1, 2, 3, 4. Geht immer noch zu. Also packe ich mal noch 2 weitere dazu. 1, 2. Die Box geht immer noch zu und schließt ganz leicht. Man könnte hier jetzt sogar noch irgendwelche Schokoriegel oder Eis oder eine kleine Cola-Dose oder 2 oder sonst was dazu packen. Hier ist immer noch Platz. Und um mal wirklich deutlich zu machen, wie viel das da jetzt wirklich drin war, das alles habe ich in die Box gepackt und da war sogar noch Platz und wäre noch mehr reingegangen. Und das Beste an dem Ganzen ist ja, du hast ja von deinem Kofferraumvolumen ja noch nicht mal was verloren. Das ist halt das Gute am Elektroauto. Du hast halt noch mal mehr Platz als in einem normalen Fahrzeug. Hast praktisch deinen riesen Kofferraum immer noch, obwohl du so eine gigantische Kühlbox drin hast und so viel Zeug hier reinkriegst und kühlen kannst. Also im Großen und Ganzen finde ich beide Kühlschränke gut. Beide arbeiten mit Kompressortechnik. Der kleine Kühlschrank hat
5 Liter, kann kühlen und wärmen, ist schnell installiert, kann auch leicht wieder rausgenommen werden, was ihn ziemlich praktisch macht. Für die kleine Größe geht auch ordentlich was rein, finde ich. Ich finde diesen kleinen Kühlschrank gut geeignet, wenn man Single ist oder wenn man ein Pärchen ist, wenn man eher ohne Kinder unterwegs ist, so wie es bei uns der Fall ist. Dann kann man sich auch mal ein Eis holen und das in den Kühlschrank machen. Auch ein Pluspunkt von dem Kleinen, der ist schnell auf die Temperatur runtergekühlt. Das Ganze ging bei mir in 11 Minuten, das finde ich super, super schnell. Meine Meinung zum großen Kühlschrank, zu der Kühlbox, die hat 35 Liter Volumen im Vergleich zu den 5 Litern von dem Kleinen. Und das ist halt schon gigantisch. Also was da reingeht, hat mich schon echt überrascht, wenn man das dann mal so sieht. Bis die auf die Temperatur runtergekühlt hatte, hat deutlich, deutlich länger gedauert. Was ich aber A, nicht schlimm finde und B, andererseits auch logisch aufgrund des größeren Volumens. Die Große hat übrigens auch eine App-Steuerung und ist um einiges teurer, was irgendwo aber auch verständlich ist. Auch ein Unterschied der beiden Kühlschränke, die man eigentlich so direkt nicht miteinander vergleichen kann. Du musst halt bei der großen Kühlbox, wenn du was rausholen möchtest, immer anhalten. Da bist du halt dazu gezwungen, weil die sich halt im Kofferraum befindet. Und die Kleine ist halt im Fahrgastraum, wenn auch hinten. Aber so hat man doch die Möglichkeit, eher mal schnell auf ein Getränk zuzugreifen. Auch eine Möglichkeit, wenn man eine romantische Ader hat. Man kann zum Beispiel ein Eis holen, beziehungsweise zwei, die in dem kleinen Kühlschrank oder in dem anderen unterbringen, seine Partnerin an irgendeinen schönen Ort bringen und dann eben mit einem Eis punkten, dass man halt mal so aus dem Hut zaubert. Und wenn wir schon bei meiner Frau sind, das ist übrigens die hier. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal auf dieser Seite vorbeischauen. Hier gibt es digitale Gutscheine für fast jeden Bereich. Diese Gutscheine macht nämlich meine Frau. Und wenn ihr da mal vorbeischaut, würde uns das natürlich sehr freuen. Wenn ihr auch Interesse an einem der beiden Kühlschränke habt oder ich euer Interesse jetzt wecken konnte, ich werde euch zu beiden Kühlschränken die Links in die Beschreibung packen. Ich für meinen Teil habe mich übrigens für die große Kühlbox entschieden, einfach weil deutlich mehr Platz vorhanden ist. Den kleinen Kühlschrank werde ich also wieder zurücksenden, wobei ich sagen muss, dass auch der mich überzeugt hat. Zwei Dinge haben mich dann aber gestört. Erstens das Wackelige und ich weiß nicht, ob man das durch dieses Klemmen so wirklich festbekommen kann. Ich glaube eher nicht. Und dann die Verlegung des Kabels nach vorne in unter die Armlehne rein. Das hat mir auch nicht ganz so gut gefallen. Aber das ist schon Meckern auf hohem Niveau, weil ansonsten finde ich das Teil wirklich sehr, sehr gelungen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und allen, die elektrisch unterwegs sind, allzeit einen vollgeladenen Akku.